Grüß euch allen, Servus und willkommen zu einer neuen Weinverkostung. Willkommen zurück zur Chardonnay Vergleichsverkostung zum Teil 2. Gestern haben wir den Teil 1 gemacht, da haben wir den Ocean 8 Grand Chardonnay aus Australien verkostet. Heute verkosten wir den nächsten Chardonnay und zwar den Burgund Renommé 2018 aus Burgund, Frankreich. Und im nächsten Video ist dann der Chardonnay Sofia aus Lange, Piemont, Italien dran. Heute verkostet man den Burgund Renommé. Und alle drei Weine habe ich von der Weinanlage mit zugeschickt bekommen. Und jetzt verkostet man den Burgund. Also in der Farbe hat er auch ein kräftiges, helles Goldgelb, aber mit Grünreflexen. Der Ocean 8 hat ein kräftiges Goldgelb bekommen. Der hat jetzt ein kräftiges, helles Goldgelb mit grünen Reflexen. Im Geruch ist der Bourbon jetzt auch fruchtig, hat gelber Apfel, jetzt auch schöne gelbe Birne dabei, würzig ist es schön, ein bisschen Brennnessel, dann hat er ein bisschen Steinobst drinnen. Und jetzt verkostet man, jetzt kostet man. Im Geschmack hat er jetzt auch wieder das schön fruchtige von der gelben Apfel, gelbe Birne. Wenn du jetzt den Chardonnay und den Chardonnay vergleichst, der Chardonnay, der Bourgogne, hat jetzt im Geruch und Geschmack auch gelbe Aromen drinnen, aber der Ocean 8 hat mehr gelbe Aromen drinnen gehabt und ist mehr auf der reiferen, gelberen Aromenseite gewesen als jetzt der. Der hat zwar auch die gelben Aromen drinnen, Birne, Apfel, Pfirsich, aber ist eher mehr so auf der frischen, nicht grünen Seite, sondern frischen, kühleren Seite. Und er hat auch ein bisschen einen leichten Vanilleton drinnen. Und ihren Körper ist auch mittelkräftig, aber jetzt mit einer kräftigeren Säure als der Ocean 8, hat aber auch einen langen alternden Abgang. Also der Bourgogne Renommé 2018 aus Burgund Frankreich schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Sind zwei unterschiedliche Chardonnays. Probiert's mal zuerst den, einen Ocean 8, und dann probiert's einen Bourgogne. Bin neugierig, was ihr dazu sagt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Teil, bis zum Teil 3 der Chardonnay-Vergleichsverkostung. Euer Manuel. Ciao, ciao und Prost. Bis zum nächsten Mal. Prost, Leute.